Burg. Ich kann mein Tagebuch nicht mehr finden. Ich habe es verbrannt. Du hast was? Ich habe dein Tagebuch verbrannt. Du hast kein Recht, über mich zu schreiben. Aber du bist Teil meines Lebens. Ein Schriftsteller lebt von der Sprache und nicht von dem Leben anderer Leute. Schon gar nicht von dem seiner eigenen Frau. Ach, und in all deinen Erzählungen komme ich deiner Meinung nach nicht vor? Ich schreibe über Männer, das sind Metaphern, das sind Spiegelbilder meiner selbst. Weil du mit der Lüge lebst. Ich bin aber auf die Wahrheit angewiesen. Wir hatten einen Pakt. Und der wäre? Ein Pakt, der nichts mit der Treue im üblichen Sinn zu tun hat. Ein Pakt, der mit Vertrauen zu tun hat. Und was du machst, ist Verrat. Verrat an diesem Vertrauen, am Anvertrauen, Verrat am Geheimnis. Verrat. Oh, gerade von dir, so ein großes Wort. Bei all deinen Geheimnissen. Es gibt nur das Geheimnis zwischen zwei Menschen, die sich zusammentun. Das ist der Pakt. Ich würde dich nie benutzen für meine Arbeit.